So, hallo zusammen. Heute ist der 19. Oktober 2024 und ich möchte heute ganz kurz ein Update zum Thema Kondenswasserbildung als Beiprodukt vom Betrieb einer Aircondition hier geben. Und zwar in einem unserer letzten Videos habe ich darüber berichtet, dass beim Betrieb dieser Aircon hier, die den Raum hier kühlt, basierend auf unserer Solaranlage, also nicht vom öffentlichen Strom, sondern unserer Solaranlage, haben wir gesehen, dass diese 1,5 Liter hier tatsächlich abfallen. Es kann auch mal weniger sein. Das sind natürlich komplexe Vorgänge mit Luftfeuchtigkeit, Temperaturunterschieden und so weiter. Aber bis zu 1,5 Litern, wenn es mal schlechter läuft, halt 1 Liter. Aber da zwischendrin in dem Wertebereich relativ sicher. Genau. Und es ist natürlich klar, dass dieses Wasser gefiltert werden muss. Man kann jetzt nicht einfach hergehen und das Wasser, das man aus der Luft zieht und irgendwo an Oberflächen kondensiert, dann trinken. Ne? Oberflächen bedeutet, klar, in dem Fall jetzt in der Klimaanlage, da weiß man natürlich nicht, was da an organischem Material drinnen ist, vom Dreck, Staub bis hin zu Bakterien oder sonst irgendwelchen Geschichten. Ja. Das heißt also, wenn man in dem Test tatsächlich Trinkwasser gewinnen will, worauf wir raus sind, dann muss man das Wasser natürlich entsprechend filtern. Wir hatten in dem Kontext Reverse Osmosis und Mikrofilter, die halt auf dem Markt gängig sind, erwähnt. Die fallen aus, die brauchen nämlich einen bestimmten Mindestdruck. 2, 3 Bar sollten es wenigstens sein. Das erreichen wir hier natürlich nicht. Selbst mit dem Grundwasser hier und einem Höhenunterschied von 10 Metern oder so kriegen wir das natürlich auch nicht hin. Hier in unserem Fall haben wir nur 2 Meter Höhenunterschied, nämlich Aircon bis runter, wo ich es dann aufsammle, 2, vielleicht 3 Meter. Also müssen wir diese Filtersysteme weglassen und müssen auf Gravitationsfilter übergehen. Das sind dann einfach, das klingt jetzt ein bisschen blöd, geschwollen, aber das ist das, was jeder im Haus haben dürfte, selbst auch bei uns in Deutschland, um das Leitungswasser zu filtern. Einfach 2 Liter Behälter kippt man oben Leitungswasser rein und rabbelt das unten filtert raus. Genau, das heißt, solche Filter werden wir uns jetzt näher anschauen. In Brasilien gibt es da glücklicherweise einiges an Filtermethoden, wahrscheinlich auch naturgegeben, ne? Weil in abgelegenen Gegenden durchaus jetzt unbedingt Trinkwasser aus den Leitungen kommt. Das heißt, die brauchen Filter, also es ist auch gängig. Genau. Die werden wir uns jetzt demnächst anschauen. Die sind auch bei Mercado Libre, also vergleichbar Amazon.de, verfügbar. Ja, und dann bestellen wir uns das Ganze mal und gucken, wie das hinausläuft. Nur so mal als Größenordnung. Die Aircondition läuft, wenn es auf maximal läuft, ca. 1000, 1200 Watt pro Stunde. Und wenn man dann sieht, dass da 1 bis 1,5 Liter rauskommen, gehen wir mal 1000 Watt und 1 Liter aus, dann haben wir ungefähr 1 Kilowattstunde, die wir benötigen, um 1 Liter Wasser herzustellen. Ist wahrscheinlich eher etwas günstiger, also sagen wir mal 800 Wattstunden, also 0,8 Kilowattstunden für 1 Liter, aber wir wollen gerade Zahlen. Ne? Ja, ich weiß nicht, was der aktuelle Preis wäre, wenn man es tatsächlich von der öffentlichen Energieversorgung zöge und bezahlen müsste, dann wären das 20, 30 Cent für einen Liter Wasser. Immer noch billiger als an der Tankstelle. Ne? Genau. Aber wie gesagt, wir haben es in dem Fall kostenlos, wir kriegen es von der Sonne. Genau. Ja, und dann werden wir einfach mal den Test weiterführen. In dem Sinne, bis demnächst.